Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy VII Rebirth. Ich habe jetzt gerade ein bisschen noch rumgespielt an den Einstellungen, habe mal ein bisschen noch rumgetestet mit dem Mikrofon, weil es mir letztens den Rechner zerschossen hat. Und ich habe jetzt, glaube ich, 100 Mal diesen Dialog gehört. Die Energieversorgung steht. Es ist wieder alles in Ordnung. Schrecklich, sage ich euch. Schrecklich. So. Wir sind stehen geblieben, dass wir die Quest beim Bürgermeister abgegeben hatten, dass unsere Alleskönnerin-Gehilfin mit uns zusammen ja das Rohr repariert hat. Und wir haben ja auch einen Teil der Belohnung bekommen, waren dann noch bei Rico. Rico hat uns ein Fotoapparat gegeben. Und jetzt wollen wir etwas tun, dachte ich mir. Also wir sind jetzt gerade in Kalm, wir wollen auf die Regionskarte. Und dann haben wir einmal die hier oben. Ich glaube, die vermöbeln wir jetzt einfach mal als erstes. Wir haben ja den Schlüssel zu deren Versteck und können durch die Kalm-Luftschutzanlage direkt dahin. Und da ich einfach das Bedürfnis habe, diese Banditen zu verprügeln, tun wir das. Ach, die abgeschlossene Tür war das. Ja, dann gehen wir dahin. So, und dann joggen wir durch die... Ist das eine Schlucht? Eigentlich schon, ne? Könnte schon so ein bisschen so eine Schlucht sein. Die Eisenerze und das magische Pulver nehmen wir immer mit. Werden wir niemals nicht mitnehmen. Guck gerade mal, ob der Game Sound so in Ordnung ist. Sieht gut aus. Sollte von der Lautstärke her okay sein. Ich hatte noch nie so Probleme wie bei diesem Spiel, den Sound vernünftig hinzukriegen. Dass das Mikrofon die richtige Lautstärke hat zu dem Game Sound. Gerade jetzt beim Kämpfen sehe ich, dass das Game Sound viel zu laut ist. Dann halte ich einfach die Klappe hier. Das war abzusehen. Ich würde sagen, zählt das als Effekte? Ist das deshalb so laut vielleicht? Warte mal, Systemeinstellungen, Audio, Sprachausgabe, die will ich auf 10 haben. Ich halte ja die Klappe, wenn die reden. So ist es ja nicht. Soundeffekte. Lege die Lautstärke der Soundeffekte fest. Pass auf, wir machen die mal auf 7. Hintergrundmusik machen wir auch auf 7. Und Lieder machen wir auch auf 7. Schauen wir mal. Ah, ist schon besser. Ist immer noch relativ laut. Vor allem, wenn Cloud dann noch meint, er müsste seinen Senf dazugeben. Aber ist in Ordnung. Feldforschung 4 im Bandenversteck. Das ist der Unterschlupf. Ein altes Lagerhaus, das früher mal Shinra gehörte. Gut möglich, dass sie es mit Fallen gespickt haben. Seht euch besser vor. Ich habe keine Angst vor Fallen. Wir erkunden das Gebiet. Wir gucken uns hier definitiv später auch noch um. Wir gehen einfach rein. Komm, was soll's. Hey Boss, warum stellen wir uns eigentlich tot? Ist doch unser Versteck hier. Muss man dir echt alles erklären? Um den Alleskönner in die Irre zu führen, natürlich. Aber wo führen wir ihn denn hin? Kannst du nicht einmal dein Hirn einschalten? Wenn er uns hier tot liegen sieht, zieht er sofort wieder ab. Tote muss man schließlich nicht nochmal töten. Du bist so schlau, Boss. Das ist der geniale Plan, der uns schon mal das Leben rettete. Operation Autotruf. Na dann, denken die, wir fallen darauf rein. Okay. Hallo. Ja, einmal über ihn drüber. Ah, Mensch. So. Guck mal, er schnarcht sogar. Das nenne ich mal effektives Totstellen. Wecke Wechsbande auf. Wie? Guck mal hier. Hier ist ein Hebel. Hebel sind doch dafür da, um betätigt zu werden. Arsch auf, oder was?
kann man nur so pietätlos sein? Das ist Störung der Totenruhe! Noch lebt er. Was ich sagen will, könnt ihr das nicht wie zivilisierte Menschen regeln? Bei Gespräch unter Gentlemen. Klar, lasst uns reden. Ich weiß, wir sind verdient. Aber das hier haben wir nicht geklaut, sondern ganz ehrlich und legal. Und wer will, darf behalten. Oder nicht? Tja, wenn man es so betrachtet. Aber wenn ihr es so unbedingt haben wollt, verkaufen wir es euch. Gewehr, hä? Für wie viel? Sehr gut. Nein. Träum weiter. Okay, aber 7000. Nope. Nein. Schuss auf Ende. Berlin ist geplatzt. Ihr miesen Betrüger hattet eure Chance. Ihr habt mich gestanden. Das Firmenmaskott sind ja weg. Wir haben uns kaum vergeben. Ach, Leute. Wir müssen mal gucken, was er hier kann. Wir machen einmal die Analyse. Aber nicht auf ihn, sondern auf den modifizierten Auslöscher. Okay, Blitz ist wirksam, wer hätte es gedacht. Eine modifizierte Version des Abwehrsystems Auslöscher. Dieses ausrangierte Modell, wurde nach Becks Wünschen umgebaut. Es verfügt über eine Selbstreparaturfunktion und schützt das Versteck der Räuberbande. Nutze die elementaren Schwächen des Auslöschers, um ihn schockanfällig zu machen. Machen wir. Ich glaube, wir haben sogar Blitz, ne? Ja, die Stufe der Materie hat sich erhöht von Vita, das wissen wir. Eis auch? Ne, nur von Vita. Wie sehe ich das eigentlich? Ach, da sind so kleine gelbe Pfeile neben der Zeile. Blitz. Modifizierte Auslöscher. Kommt nicht wieder. Jetzt. Blitz und Donner. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall. Ach, guck mal. Der eine ist sogar schon geschockt. Und war ja einfach. Impulshieb. Aber nicht auf den linken Arm, sondern auf. Na. Ebenfalls wieder den Auslöscher. Und jetzt müssten wir ihn eigentlich gleich haben. Nochmal der Impulshieb auf den Auslöscher. Hallo. So, der Auslöscher ist geschockt. Hier ist irgendwie alles geschockt. Hier passieren ganz viele Dinge. So, Red, Gegenstände, Mix, Heiltrank. Ach so, ich muss euch gleich noch was zu dem Heilspray erzählen. Beschwören, Schokobo und Mogri. Er kann nicht, weil er hat gerade nichts ready und sie hat, ich weiß gar nicht, wen sie hat. Wir holen einfach mal wieder unsere Schokobo-Freunde. Zeit zu kämpfen. Aua. So, Esper-Fertigkeiten, Schokobo-Mokri-Bombe ist halt, ne, eine Bombe, die Flächenschaden anrichtet. Komm einfach auch wieder auf den Auslöscher, macht der Flächenschaden. Und Bert und Co. kümmern wir uns dann auch gleich. Aua. Warte mal. Wir haben ja Magie, wir haben ja Vitra. So, Red darf auch mal. Schokobo tritt ebenfalls auf den Auslöscher. Die anderen sind schon besiegt. War das Ziffer ganz alleine? Aber ja, wir können aufstehen, das ist gar kein Problem. So, Entfesselung. Auf jeden Fall. Ja, schockanfällig ist er ja schon. Das heißt, wir haben ihn gleich geschafft. Oder einfach besiegt. Sieht genauso gut aus. So, Fertigkeiten. Chakra, immer heil. Und Hackentritt. So, Cloud, Schokobo-Tritt. Der linke Arm ist jetzt gleich weg. Dann kriegt er, glaube ich, ganz viel Schockpotenzial dazu. So, dann wechseln wir auch auf Cloud. Weil wir haben noch ein Limit, den Kreuzschlag auf den Auslöcher. Ich hab die
Fax, dicke Faxen. Mit dem Geld hätten wir endlich einen Neuanfang machen können. Mehr wollten wir doch gar nicht, verdammt. Genau, zum Beispiel unsere eigene Firma gründen und ehrbaren Handel betreiben. Wollen wir ihnen nicht wenigstens ein bisschen was anbieten? Wie wär's mit 2000? Werden die ehrlichen Handel betreiben? Ja, komm, von mir aus. War mir ein Glück. Seht ihr? So schließt man einen echten Handel. Und keine krummen Touren mehr ab jetzt. Lobo, Schluss mit dem sündigen Leben. Die Firma Beck GmbH und K.O. KG hat die ehrlichen Ehrenmänner überhaupt. So sieht's aus. Was sind denn Angestellte? Freunde, Familienmitglieder, Sklaven. Freunde. Wir haben mehr als genug Kohle von uns gekriegt. So, damit haben wir das auch abgeschlossen. Probesubstanz der Beckbande. Sein durchdringender Blick gefällt mir. Fragt sich nur, ob er auch im Kampf bestehen kann. Warum das? Das versuche ich herauszufinden. Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Super. War ja klar, also wenn wir irgendeine Substanz geschenkt kriegen, dass das nicht passiert, war ja zu erwarten. So, dann sind wir hier fertig. Können wir hier noch was mitnehmen? Wir können uns ja mal ganz, ganz, ganz kurz umschauen. Nee. Ja. Die Beck GmbH K.O. KG. Den Namen finde ich wirklich sehr gut. Da würde ich tatsächlich auch Stammkunde werden. Mit einem ordentlichen Rabatt auf die Sachen, die die dann verkaufen. Ich meine, warum nicht? Kann ich hier runterfallen? Nein. Zum Glück. So. Haben wir das auch abgeschlossen? Ich glaube, die Graslande neigen sich so langsam dem Ende. Was hier auch wirklich gut ist. Machen wir die Karte auf, sehen wir, dass wir echt viel entdeckt haben. Da unten müssen wir noch ein bisschen gründlicher gucken. Hier haben wir noch einen Turm. Und also die Graslande neigen sich selbstverständlich noch lange nicht dem Ende, wenn ich das hier so sehe. Weltkarte anzeigen. So. Noch lange nicht. Gut.
Dann wollen wir doch einfach einmal zu Thorens Kartenladen reisen. Ich meine, wir waren ja schließlich schon da. Und der hat eine seltene Karte, nämlich eine seltene Mokri- und Schokobo-Karte, die wir gerne hätten. Hallo. Grüß dich. Auf der Suche nach was Bestimmtem? Oh yeah. Wir suchen die Karte Chocobo und Mogri. Ah, tut mir leid. Die steht gerade nicht zum Verkauf. Seltene Karten gebe ich nur an Spieler aus, die sie auch wirklich verdienen. Also, Sportsfreund. Wenn du mich in einem Zweikampf besiegst, dann überlasse ich sie dir. Na? Wir dürfen Karten spielen. Juhu. Wir kennen das Spiel. Aber zeig mir bitte vorher deine Karten. Kaufen. So, weil du hast nämlich die Karte Titan für 500 Geld. Kann ich mir die auch angucken? Oder kann ich die einfach nur kaufen? Auswählen, umblättern, bestätigen. Also da steht nicht, was die kann. Ich kaufe die Katze im Sack. Hier haben wir einen ganzen Booster-Pack, Unterdrücker. Enthält folgende Karten. Sturmgardist, Bioratte, Teufelsreiter und Pudding. Und hier haben wir den Montisaurus, Quetzalcoatl. Also wir kaufen einfach alle. Weil wir kaufen einmal den Titan bitte für 500 Geld. Gibt es da einen Warenkorb? Nö. So, ein Booster-Pack bitte nehmen wir auch. Ja, danke schön. Und das nehmen wir auch. So, 6.700 Geld haben wir noch. Geld ist ja dafür da, um es auszugeben. Verkaufen tue ich gar nichts von den Karten. So. Zu einer Partie herausfordern. Sehr gut. Mit einigen Karten kannst du andere Karten auf dem Spielbrett schwächen. Sinkt die Stärke einer Karte auf 0, wird sie zerstört und gibt das Feld, auf dem sie lag, wieder frei. Einige Karten lösen besondere Fertigkeiten aus, wenn sie zerstört oder geschwächt werden. Oh Gott. Gezieltes Schwächen eigener Karten kann sich deshalb mitunter genauso lohnen wie das Schwächen gegnerischer Karten. Ein großer Reiz vom Blut der Königin ist es, neue Wege zum Siegen zu finden, also sei einfach mal kreativ. Ich und kreativ sein. Herzlichen Glückwunsch. So, wir kriegen die Chocobo und Mogri-Karte. Ist eine legendäre Karte. Die ist aber auch echt stark, ne? Entsprechend der Anzahl der anderen verstärkten verbündeten Karten steigt die Stärke um 1. So, das hier ist unser Deck. Wir können das Deck hier ändern. Wir haben ja gerade ein bisschen was gekauft. Zum Beispiel haben wir jetzt hier, ich nenne das Ding liebevoll Myrapla. Der Grenadier, den finde ich gar nicht mal so cool. Es ist ja einfach nur eine Buff-Karte, ne? Die zwei Felder nach rechts bufft. Er hat eine Dreierkarte und macht ganz schön viel Blödsinn. Den finde ich aber irgendwie lustig. Den finde ich tatsächlich zum Beispiel besser als den. So. Den Zauberpott finde ich nicht so gut. Titan. Titan finde ich gut. Zack. So. Oh, der geht aber stark nach links. Dann nach oben und nach unten. Ja, ja. Montisaurus. Heißt doch Mont. Ja. Der ist auch irgendwie cool. Der hier hat auch was. Also es sind schon viele lustige Karten bei gewesen, die wir jetzt gerade gekauft haben. Da können wir uns demnächst einfach mal so ein komplett eigenes Deck erstellen. Boah, was ist der denn hier? Der Sturm gerade. Der, ach du meine Güte. Der geht entweder zwei nach unten oder zwei oben nach rechts. Also warte mal. Dann würde ich dafür einfach mal einen hiervon rausnehmen und dafür den reinnehmen. So, wir testen mal. Ansonsten bauen wir uns gleich einfach mal aus Jux und Dollerei ein ganz eigenes Deck. Aber jetzt beginnen wir erstmal die Partie. Ich glaube, bei Final Fantasy 8 bei dem Kartenspiel hat man auch Karten verloren, wenn man dann das Spiel verloren hat. So, Titan kann erstmal weg und der kann weg. Und der kann auch weg. Spielbeginn bitte. So, wir fangen mit der üblichen Eröffnung an. Und manchmal ist es dann vielleicht doch übrigens ganz gut, nach links zu gehen. Aber wir können jetzt den dahin legen oder dahin. Dann hätten wir da schon mal den Zweier. Das ist schon mal okay. Wir können aber auch einfach so machen oder aber so und buffen da unten dann +3.
ziehe ich sogar in Erwägung. Oh, was macht der? Kann ich mir Karten von ihm angucken? Eine gewöhnliche Karte ohne besondere Fähigkeiten. Okay. So, weil ich habe hier zum Beispiel... Ach, ich habe den ja auch. Guck mal hier. Ja, da würden wir einfach... Wieso geht der jetzt? Habe ich das... Ach so, wir gehen hier nach rechts. Ne? Zwei nach oben. Das heißt, der geht auf ein Zweier-Ding. Das sieht man nur nicht, oder? Okay. Dann würde ich jetzt hier den spielen. Oh, da kommt der Schokobo und Mogri. Okay. So, wir machen den. So. Wenn er jetzt dann da eine hinlegt, ist das Feld weg, ne? Macht er das? Ist die Frage. Sollen wir es mal riskieren? Ich würde mal gerne was testen. Aber eigentlich ist es auch Blödsinn. Dann gebe ich das Spiel eigentlich einfach nur her. So. Wir machen so. Oha, er holt sich den auch zurück. Aber wenn er meint, er müsse das tun, dann soll er das machen. Ah ja, 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 okay, pass auf, jetzt legen wir den dahin. Oh, ich kann nichts mehr tun. Okay, schade. Er kann noch richtig viel tun. Hat er unten ausgeglichen, Mitte hat er gewonnen. Ist die Frage gleich da oben noch aus? Das war knapp. Das war richtig knapp. Entsprechend der Anzahl der anderen Verstärkungsverbünde und Karte steigt die Stärke um 1. Wir haben Schokobo und Mugri gewonnen. Anscheinend habe ich dich mächtig unterschätzt. Anscheinend hatte ich mächtig Glück. Versprochen. Hier ist die Karte. Aber sieh dich vor, bei unserem nächsten Duell werde ich dich übertrumpfen. Kann ich jetzt nochmal gegen ihn spielen? Fleißig Blut der Königin? Ja, kriege ich dann eine andere Karte von dir? Sehr gut. Oder ist das jetzt einfach... Ach, guck mal, nee, ich bekomme die dann nochmal? Nee, im Besitz. Ja gut, dann brauchen wir nicht spielen. Ich habe ja immer Zeit für ein Spielchen. Das freut mich für dich. Guck mich gerne noch in deinem Laden um, aber du hast ja nicht sonderlich viel. Dann gehe ich halt. So, die Karte können wir dann auf jeden Fall später in Kalm abgeben. Das machen wir allerdings jetzt noch nicht. Auftrag des Farmers. Angst um das Vieh. Dann gehen wir da auch mal eben hin. So. Da ist unser Freund der Farmer, der hat uns ja sowieso schon geholfen. Ach, ihr seid's. Schön, euch weiter auf freiem Fuß zu sehen. Ja, was dachtest ihr du denn? Ihr habt mir jedenfalls gerade recht. Hätte da nämlich eine Bitte. Mein Name ist Oliver. Mir gehört dieser Hof. Besitze auch etwas Vieh, aber das wird in letzter Zeit ständig angegriffen. Vermutlich von einem Ungeheuer. Und das sehe ich gerne verjagt. Was ist denn das für ein Ungeheuer? Der Bursche muss ziemlich gerissen sein. Meine Fallen hat er bislang alle umgangen. Und der Jäger, den ich auf ihn angesetzt habe, war bisher auch erfolglos. Wie stehst du eigentlich zu Broden? Mir liegen die Grasland und ihre wunderschöne Natur am Herzen. Sie müssen geschützt werden. Von Shinra halte ich daher herzlich wenig.
Und es gibt andere Leute, die so ähnlich denken. Über die bin ich auf Broden und Avalanche gestoßen. Ist nicht viel, aber ein bisschen was kann ich beitragen. Gut, nehm an. Danke. Toller Hund. Was dagegen, wenn ich den streichle? Ich nicht, aber er sicher schon. Ach, du süßer kleiner Fratz. Komm doch mal her. Aufgewecktes Bürschchen. Mit einer Hundenase könnt ihr sicher gut die Fährte aufnehmen. Ach, Red. Schaut euch am besten mal am Ort des letzten Angriffs um. Das ist doch kein Hund. Red, sei nicht beleidigt, Patte, ich komm mit. So, dann schnüffel mal mein Hund. Hier also. Hast du eine Spur? Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Gerüche von Verwesung und anderen Tieren schwächen die Witterung. Wird nicht leicht, dir zu folgen. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Der Geruchssinn von Chocobos mag deinem überlegen sein, aber hierfür reicht er nicht. Probier es gerne aus, wenn du mir nicht glaubst. Red, ich glaube dir, aber ich muss es trotzdem tun, weil das Spiel das leider Gottes so will. Wittern. Oh, er konnte aber was wahrnehmen. Vielleicht hat Red sich doch gehört. Ich glaube, er hat was. Gut. Unterschätze niemals einen Chocobo. Ich habe ebenfalls eine Fährte aufgenommen. Mal sehen, ob das Kerlchen richtig liegt. Bestimmt. So, wie war's? Suchen wir hier, ne? Zack. Wie? Nichts gefunden. Und hier? Okay, wir versuchen doch mal zu wittern. Aber jetzt in die Richtung. So, da. Ach, guck mal hier. Für Flucht ist es zu spät. Hallo, Nico, du bist im Weg. Wieso komm ich denn da? Jetzt aber eine Riese. So, Flammenblitz. Ach, wir hätten uns vielleicht mal heilen sollen. Für die beiden reicht es auf jeden Fall noch. Also wenn man die einmal besiegt hat, müssen wir auch irgendwann nochmal in diesen Simulator. Flammenblitz natürlich. Die musst du kurz einmal in die Nase kratzen. So. Da dachte ich gerade, Kampfanimation fängt an und dann sowas. So, Pico. Pico. Nicht weglaufen, ich brauch dich. Hier, nimm mal die Fährte bitte wieder auf. In die Richtung sagst du, gut. So, da sind wir hergekommen und in die Richtung will er jetzt, ne? Ja. Willst du es diesmal versuchen? Nein. Der Chocobo soll ruhig noch etwas üben. Okay, wir lassen den Chocobo üben. Nehmen aber natürlich die Sachen mit, die hier rumliegen. Warum macht Red das nicht einfach, wenn der es besser kann? Okay, wir biegen links ab. Und dann rechts. Mein Gott, heute ist ein Verkehr draußen auf der Straße. Herrgott, nochmal. So, dann suchen. Achso, ne, er hat die Witterung verloren, er muss neu wittern. Ich pass auf, dass das Federvieh uns nicht auf den Holzweg führt. Kann sein, dass Red nur so tut. Ist er vielleicht doch gar kein so guter Spürhund. So, er passt auf, erstmal sind wir wieder in einem Kampf drin jetzt. Dann halt so, guck mal her, ne? Der Flammenblitz, der macht das echt gut. Der sieht aus, dann machen wir das bei demselben, dann gehen hier nochmal genau das gleiche, ne? Okay. So.
Und dann weiter mit Pico und wieder wittern. Weiter in die Richtung, ne? Jawohl. Das kriegen wir hin. Ach, die nächsten Gegner. Hallo. Einmal der Schwertsturm. Oh, Gebet ist besser geworden und Luft hat die nächste Stufe erreicht. Cool. Okay, also die Mission geht mir tatsächlich hart auf den Sender. Aber hier haben wir eine Haltestelle. Ich glaube, wir haben keine Kissen mehr. Alle ab. Ach, hier werden wir hingeschickt. Natürlich. Das, ich habe doch von Anfang an gesagt, dass das aussieht wie eine Arena. Das war fast klar. Dann heile ich mich aber doch mal lieber kurz noch. Und vor allem auch tiefer. So. Und dann noch einmal Vita. So. Bei einem so einem Kampf wird das schon reichen. Da. Das ist der gemeine Reißer. Besiege die Bestie. Na gut, Pico, danke schön. Ein Grimmwolf. Den haben wir auch noch nicht analysiert, glaube ich. Schauen wir mal. Bestimmt auch wieder. Oh, der hat keine Schwäche. Die Bestie sammelt im Verlauf des Kampfs Energie und wird dadurch stärker. Wenn du ihr Schaden zufügst oder ihre Angriffe blockst, verliert sie diese Energie wieder und wird schockanfällig. Das ist eine Subspezies des Kalbenwolfes. Dieses Exemplar lag im Sterben, nachdem es im Kampf um die Führungsrolle seines Rudels unterlegen war. Das ist also quasi der Verlierer. Ich finde das so schwer zu blocken in dem Spiel, ich weiß auch nicht. Einmal der Flammenblitz. Okay, wir gehen mal auf tiefer. Oh, ich glaube, es besiegt. Ja, Gegenstände. Phönix Trank oder Phönix Feder, ist ja egal. Phönix Feder. Das haben wir gleich. Chakra. Eieiei, warum ist der denn so stark? Sternstaubstrahl. Das habe ich nämlich nicht getroffen, weil er weggesprungen ist. Ja, dann brauchen wir ein Ice Spray. Und zwar bevor es zu spät ist. Ice Spray. Perfekt. So, Tifa hat ihr Limit. Balto. Okay. War auch wieder kein schöner Kampf, aber ein seltener. Was hast du? Mein Geruchssinn ist nicht mehr der, der er mal war. Nicht seit Hojo an mir experimentiert hat. Ohne eine Chocobo-Nase hätten wir diesen Fall vermutlich nicht gelöst, wie ich zugeben muss. Ach, ist doch nicht schlimm, Red. Vielleicht sollte ich bei den Chocobos ja mal in die Lehre gehen. Mach das doch. Oliver Bericht erstatten. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas hier? Vielleicht in dem Nest, wo der lag? Kann man das Nest nennen? Irgendwie so. Ja, aber ist leider gar nichts drin. Gelootet haben wir schon. Darüber geschwommen sind wir. Was ich aber mal testen wollte. Da ist Pico. Komm mal kurz wieder her, Pico. K-
fünf Schokobos übers Wasser. Ja, können sie. Aber auch nicht gerade schnell, aber sie können. Also so bringt er uns dann auch über den Sumpf, nehme ich an. Und die Sachen sind tatsächlich respawned. Wieder ganz viele Segen des Planeten. Okay, dass Sachen hier respawnen, ist ja auch krass. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier immer wieder vorbeikommen können und die Sachen looten können. Ja, cool. Dann gehen wir einmal zu Olivers Farm. Ich hoffe, da ist vielleicht auch eine Bank. Ich weiß das gar nicht mehr, aber ich glaube, an dem Haus von Oliver stand eine Bank. Da, genau, da ist auch der Automat. Und dann setzen wir uns da mal kurz hin und regen und hätten wir gerade vielleicht mal schon mal machen sollen. Lieber zu viel Futter als zu wenig. Auf jeden Fall. So ist das. Leider Gottes ist das halt wirklich so. Schade eigentlich. Am Tiere. Aber gut, darüber braucht man ja jetzt hier nicht streiten. So, wir kaufen einmal das Kissen, damit wir wieder an den Bushaltestellen uns heilen können. Das war das Kissen im Angebot. Ich kaufe die nur, wenn die im Angebot sind. Ich bin Angebotkäufer. Kraftreif, Schutzweste, das können wir ja alles herstellen eigentlich. Das sehe ich jetzt nicht, warum ich das kaufen sollte. Aber der robuste Armreif, der ist reduziert. Den sollten wir eigentlich kaufen. Da, ne, bezahlen wir einfach ein Drittel des Preises. Huch. Der hier ist bestimmt für Magie, ne? Ja, und der hier ist halt für Rüstung. Da kaufen wir auf jeden Fall mal einen von, dann haben wir den. Mal schauen, wem wir den gleich geben. Wer von euch hätte denn gerne einen robusten Armreif? Eigentlich ja Tifa, weil die immer im Nahkampf ist, wenn wir ehrlich sind. Was hat Cloud denn? Der hat den Orchideenarmreif, obwohl der robuste Armreif auch eine Verbesserung wäre, davon mal abgesehen. Hier, ne? 18,8 und der hier hat 11,24. Den hier sollten wir eigentlich jemand anderem geben. Aber Kraftreife nicht in Ordnung. Schokobo-Feder. Erhöht die Schnelligkeit, genau, mondsichere Talisman. Das sollten wir eigentlich auch jemandem geben, weil verringert den erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird, ist natürlich auch super gut. Tiefer. Allerdings nicht tiefer, weil tiefer steuere ich selbst sehr gerne. Ab und zu mal Metallreif macht 8,8 und ja, Klasse 0. Nimm doch mal den robusten Armreif tiefer. Da hast du hier schon mal auf jeden Fall eine Verbesserung und das Stärkste an der ganzen Geschichte ist, dass wir einen zweiten bekommen, der heilen kann, was ich wirklich cool finde. Ich finde eigentlich, jeder sollte heilen können. So. Was hat Red? Red hat den Lederreif, das ist doch bestimmt auch Klasse 0. 14,7. Wir haben aber auch noch zwei Metallarmreife, die sind auch Schrott, die können wir dann gleich mal verkaufen. Robuster Armreif. Ja. So, also wir müssen ja gar nicht so, wir können ja hier oben wechseln. Barrett ist klar, Barrett ist klar, tiefer, hat aber doch jetzt beides belegt. Na gut. Dann gehen wir nämlich einmal in die Synthese und dann, na, R1, nicht mehr R2. Kupferarmreif ist 11,11. Talisman der Dryaden ist 8,8, aber hat einen verbundenen Materia-Slot. Den kann ich noch nicht, aber ich würde für... Warum ist der für Red eine Verschlechterung? Hätte ich nicht gedacht. Kupferarmreif. Und hier könnten wir den dann verbessern in der Theorie mit dem Wiesentitan. Und zack, wäre es für Red eine Verbesserung. Dann mache ich das doch einfach. Wir craften den einmal für Red. So, bupp. Da haben wir ne. Und dann verbessern wir den einmal. Bupp, da haben wir den besseren. Kraftreif, Schutzweste, Talisman, Seelenohrring, nö. Windmühlenbauteil. Ein Bauteil, das für den Antrieb der Windmühlen aus Republik. Was mache ich damit denn? Da haben wir die Kralle für. Schon mal Material in vor eine scharfe. Achso, nee, das ist Blödsinn. Auf Wunsch ist es. Soll ich das einfach mal machen? Keine Ahnung, wozu ich das getan habe. Aber fühlt sich gut an. So, Red. Lederarmreif, leg den mal ab.
Ich habe hier was super für super schönes für dich gemacht, nämlich den Kupferarmreif plus 14-14. Deiner hat 14-7, deshalb gab der Minusrüstung. So. Und hier hast du das Lebensspenderhalsband. Das finde ich ganz nett, dass du das hast. Aber nimm doch erstmal diesen Mundsichel-Talisman. Und hier bei dem, wie ich gerade ja schon gesagt habe, hätte ich gerne, dass ihr alle heilen könnt. Ich habe keine Heilung mehr. Aber gut, dann gebe ich dir so lange zum Leveln die Automagie und Toxin und Debuff, warum nicht? Gewährt Chance auf das Erlernen gegnerischer Fähigkeiten. Max, das ist auch richtig stark, ne? Kann mir das eigentlich Cloud geben? Habe ich hier noch was frei, was ich dafür dann ihm geben kann? Was wäre denn, wenn ich Red die Heilung gebe und dafür nehme ich mir das Materia entfernen, Cloud. Heilen. Dafür nehmen wir Feintechnik. Und Red bekommt dafür das Heilen. So. 1600, 1800, 1400. Sieht gut aus. Und dann belassen wir es ja erstmal dabei und schauen dann später weiter. Was ist, wenn ich L3... Ach, guck mal, da kann ich unten sehen, was ich für Stats bekomme. Cool, cool. Die Fertigkeiten können nur eingesetzt werden, wenn die entsprechende Materie angelegt wurde. Feindliche Techniken können bekämpfen. Das müssen wir uns nochmal anschauen, ob wir da schon Feindtechniken gelernt haben. So. Ja. Hallihallo. Oh, ihr habt das Vieh erlegt. War bestimmt nicht einfach. Und du hast sicher auch brav mitgeholfen, was? Warum redet Red nicht einfach mit dem? Dann hat sich das Ganze doch erledigt. Das mürrische Hündchen soll natürlich auch seine Belohnung bekommen. Ein Sven. Schnapp zu! Und das okay. Hier ist meine Belohnung. Aber mal was anderes. Ich habe gehört, Broden geht es nicht so gut. Wenn ihr das nächste Mal in Kalm vorbeikommt, schaut mal nach ihm, ja? Das mache ich auf jeden Fall. Dass du mir jetzt gerade einen Reif gegeben hast, ist übrigens ein schlechter Scherz. Neue Aufträge für die Graslande verfügbar, das freut mich sehr. So, Ausrüstung, Materia, Cloud, Orchideenarmreif habe ich. Wir haben jetzt bekommen den Eulenarm. Oh Gott, der ist ja noch besser. Aber da verliere ich einen Slot. Also den. okay, pass auf. Tifa, du hast den robusten Armreif. Ich komme hier nochmal raus aus dem Fenster. So, du nimmst dafür jetzt einfach den Eulenreif. Bams. Ja? So, und dann können wir Eris den robusten Armreif geben. Und Barret, wenn du hast, du brauchst ja auch irgendwas, wenn ich ehrlich bin. Aber erstmal behältst du das, was du hast. Kann ich dir hier noch was von geben? Die Schokobofeder ein bisschen schneller. Beim Besiegen des Gegners die eigene TP um 10%. Nö. Gut. Lassen wir so stehen, wie es ist. Irgendwann leveln wir Garrett natürlich auch. Und jetzt habe ich noch ein Anliegen, nämlich an diesen Automaten zu gehen. Wir haben nämlich ganz schön viele Waffenpunkte und wollen natürlich auch skillen und haben die Codex-Stufe 2 freigeschaltet. Das überfordert mich ja, ne? Erhöht den Schaden von Schwertwirbel um 3%. Das nehmen wir auf jeden Fall. Weil Schwertwirbel ist cool. So, hier. Kontert im Team bei gutem Timing einen gegnerischen Fernangriff. Weil ich ja auch so gut im Kontern bin. Was haben wir hier? Führt einen blitzelementaren magischen Angriff aus, der keine MP verbraucht. Donnernde Verkettung. Zusätzlich für Kettenangriff. Lernt diese. Okay, warum nicht? Das hier würde ich dann doch schon nehmen. Lernt diese Fähigkeit, um die magische Wirkung blitzelementarer Materie zu verstärken. Finde ich eigentlich cool. Vielleicht sage ich mal, erhöhe den Schaden nochmal. Machen wir dann danach. Alles gut. Ich brauche ja gar nicht immer zurück. Ich kann doch bestimmt hier auch umblättern. Jawohl, ja. So, erhöht Wirbelkonter beim Blocken. Wie gesagt, ich bin im Blocken eine echte Niete. Führt einen feuerelementaren magischen Angriff aus, der keine MP verbraucht. Ist ebenfalls ein Kettenangriff. Nehmen wir. So, was haben wir hier? Führt im Team im Ausweichmanöver und einen schnellen Konter aus. Bei guten getimten Ausweichen erfolgt ein zusätzlicher Angriff. Nehmen wir mit. Vielleicht liegt mehr Ausweichen mehr. Was ist das hier? Stufe zu niedrig. Da brauchen wir Waffenstufe 3 für. Da kriegen wir dasselbe mit Eis.
Deshalb, da würde ich dann drauf warten. Tiefer. Kann ich noch nicht. Ach so, guck mal hier. Ein Ausweich machen wir schnell Konter aus, bei gut getimten blub. Und hier bekommen wir Aero. Das gleiche mit der Luft. Das würde ich dann auch haben, natürlich. Ich weiß nicht, was hier heute auf der Straße los ist. Ich habe das Fenster schon zu. Ich gehe hier wirklich ein vor Hitze. Aber irgendwie haben die alle scheinbar neue fahrbare Untersätze sich gekauft und müssen jetzt erstmal kurz zeigen, wie viel Krach das Ding machen kann. Ich sage euch alles Idioten. Blitzimpuls auf Barrel. Dann gehen wir hier weiter in Sturmangriff. Ja. Finde ich nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch so? Erhöht das TP-Maximum. Das finde ich auch sehr cool. Barrett und Tiffer stimmen gemeinsam auf den Gegner ein. Treffereffekt bei geschockten Gegner erhöht die Angriffskraft und verlängert den Schockzustand. Und hier haben wir Feuer. Das heißt, ich würde tatsächlich einmal hier rumgehen. Doppelt hält besser. Das ist eine Synchro-Aktion. Und dann nehme ich einmal den Feuerimpuls und TP-Maximum. Und wahrscheinlich das hier auch, damit ich dann hier hinkomme. Ja. So, und Error ist mal eine gute. Hier sind wir da rumgegangen. Was haben wir hier? Nochmal windige Eile. Und gewährt eine lange Zeit Unterstützung bei Angriffen. Finde ich natürlich auch Seelenverwandtschaft. Klingt sehr gut. Eiselementar. Okay, und was ist hier? Oh, das nehmen wir. So, haben wir das auch gemacht. Karte. Wir haben auch neue Aufträge. Sind aber hier noch nicht ganz fertig. Wir können nämlich noch zu Chloe. Und wenn wir dann bei Chloe waren, würde ich gerne einmal noch hier unten hingehen, weil das fehlt uns ja noch, die Aktivierung von dem dritten Funkturm. Oder wir holen uns erst neue Aufträge. Ah, unsicher. Und gehen dann zu dem Funkturm, weil wir bestimmt noch da unten geschickt werden. Ja, so machen wir es. Da können wir eigentlich auch danach zu Chloe. Wir gehen erst nach Kalm. Hier ist der Punkt in Kalm, da gehen wir hin. So. Ja, weiß ich. So, wo gehen wir denn hin? Gehen wir als erstes? Ja, wo gehen wir als erstes hin? Ja, ist gut, schreibe ich an. Wir geben ihm erstmal die Karte wieder, würde ich sagen. Das ist doch schon mal ein gutes Ziel. Alialo, möchtest du deine Karte wieder haben? Es folgen die Nachrichten der Stadt. Oh, sag bloß, du hast die Karte wieder. Das habe ich. Gesagt, ist mir so etwas nicht zum ersten Mal passiert. Ich verdiene es daher eigentlich gar nicht, diese Karte zu besitzen. Nein, ganz und gar nicht. Bei dir wäre sie sicher viel besser aufgehoben. Bist du dir sicher? Ich werde fleißig üben, damit ich sie mir irgendwann zurückholen kann. Ah, fühle mich irgendwie so befreit. Also gut, ich gebe euch zum Dank jetzt einen aus, wie versprochen. Von dem Unfall in Midgar Sektor 7 habt ihr ja sicher gehört, oder? Einer meiner Gäste ist danach hierher gezogen. Hat mir von einem Cocktail vorgeschwärmt, den er da in den Slums getrunken hat. Also habe ich mal versucht, ihn zu mixen. Stammt wohl aus einer Bar namens Siebter Himmel. Kennt ihr die? Das Tiefersbar. Hier, ein Cosmo Canyon. Hübsch, nicht? Dann lasst euch mal schmecken. Ach, schön. Vielen Dank. War wirklich lecker. Nicht wahr? Das Original soll allerdings noch besser geschmeckt haben, hat mir mein Gast gesagt. Echt schade, dass man das nicht mehr bekommen kann. Vielleicht hilft es, wenn du eine Prise Steinsalz hinzugibst. Was du nicht sagst. Steinsalz, Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Sag mal, hast du etwa den Cosmo Canyon erfunden? Bist du die Barkeeperin aus dem siebten Himmel? War. Und irgendwann werde ich es wieder sein. Würde mich freuen, wenn du dann mal vorbeikommst. Ich gebe dir auch einen aus. Oh,
Das wäre natürlich fantastisch. Mache ich auf jeden Fall. Also viel Erfolg beim Wiederaufbau. Ihr schafft das schon. Schön. Das freut mich, dass man hier den siebten Himmel kennt. Auftrag abgeschlossen. Das freut mich noch mehr. Wer war denn sein Gast? Das würde mich ja auch mal interessieren. Naja, gut. Werden wir so schnell, glaube ich, noch nicht herausfinden. Und dann gehen wir einmal an das Anschlagebrett, weil wir haben ja schließlich neue Missionen. Eine zumindest. Broden benötigt bestimmte Bauteile. Er würde sie sich eigentlich selbst besorgen, aber er ist im Moment nicht in einem ganz so guten Zustand. Deshalb hat er diesen Auftrag gemacht und ich weiß nicht, warum er uns nicht einfach direkt selbst gefragt hat. Natürlich machen wir das für Broden, der uns schließlich ja auch mehr als geholfen. Ist was? Ja, ist wirklich was. Ich will durch. So, ich versuche gerade ein bisschen mich ohne Karte in dieser Stadt zurechtzufinden. Gelingt mir so semi. Entschuldigung. Die Zauberflut. Da. Schüttenmarkt. Hier wollte ich tatsächlich, auch wenn man es mir jetzt nicht glaubt, hin. Weil ich wusste, dass hier die Krämerin ist. Ich wollte nämlich einmal gucken, weil wir haben ja noch ein bisschen Geld und ich würde gerne ein paar Heiltränke kaufen. So 97 Stück, habe ich gedacht. Kann man ruhig machen. Nee, aber 40. Weil wenn wir Banditen 2000 Geld geben, können wir ihr auch 2000 Geld geben. Ach Gott, die hätte auch Karten verkauft. Wir müssen uns besser die Angebote angucken von den Händlern. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal wieder ein paar Heiltränke, die wir dann nachkämpfen nehmen können. Was ist das denn hier? Comedy? Hey Leute, seid ihr alle gut drauf? Euer Akira ist wieder da. Und zwar mit einem Plattenvertrag bei Shinra Records. 7 lange und harte Jahre sind vergangen, seit ich meine Heimat Kalm verließ, um ein berühmter Sänger zu werden. Mein Weg führte mich nach Midgar, wo ich nach den Sternen greifen wollte. Ich hatte mir geschworen, eines Tages als großer Star nach Kalm zurückzukehren. Leider musste ich Midgar verlassen, bevor ich meinen Traum erfüllen konnte. Doch, auch wenn nicht alles so lief, wie ich es mir gewünscht hatte, meine Reise ist noch nicht zu Ende. Sie hat gerade erst begonnen. Meinen ersten Song widme ich all denjenigen, die unermüdlich ihren großen Traum verfolgen. Hier ist Gotta Walk On. In the gutter was really wearing me down. The stairs got hanging above. My heart was aching for love. I had to get out. Big things are coming round.
Vielen Dank. Der nächste Song ist eine bittersüße Ballade. Eine Ballade über eine Frau, die mir in den schwersten Zeiten zur Seite stand. Leider war unser Band nicht für die Ewigkeit. Doch ich hoffe, dass sie, egal wo sie ist, meinen Liedern weiterhin zuhört. Der Song heißt Golden Sparks. Ja, sehr cool. Den einen Song haben wir uns angehört. Ich würde sagen, jetzt gehen wir aber weiter. Aber schön, dass sowas eingebaut ist. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und komm, so schlecht war das Lied jetzt auch nicht. Hallo, hör mal auf zu klatschen. Können wir, ich glaube, Cloud möchte sich das gerne anhören. Akira, der Megastar aus Kalm, kehrt für einen. Ich bin Baron Kalgate. Ja, gibt da einfach mal ein Konzert. Ach, warum, was macht ihr denn hier? Wir sind schon ein dynamisches Duo. Spinatwachtel, Schrägschraube. Das macht einen genialen Dramaturgen aus. Gut, ja, macht mal. Und dann vertragen sie sich immer. Freundinnen für immer. So, ich komme nicht weiter, weil ich Broden nicht finde. Ich stell mich, was das angeht, super blond an. So. Kennst du das Kartenspiel Blut der Königin? Ich bin ungeschlagener Meister an diesem Spiel. So, hier, da. Ah. Rein in die gute Stube. Los, mach auf. Entschuldigung, falsche Tür. Da sitzt er. Hi. Zu gehen. Na, dir nicht so. Ich habe gehört, dass es dir nicht so gut gehen soll. Das spricht sich ja schnell rum. Habt ihr euch Sorgen gemacht? Natürlich. Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Jeden. Ich wurde gefragt, ob ich beim Besorgen von Bauteilen für eine Windmühle behilflich sein kann. Aber in meinem Zustand geht das nicht. Haben wir das nicht schon? Könntet ihr das vielleicht übernehmen? Was denkst du? Wir schulden ihm was. Tun wir ihm den Gefallen. Ja, natürlich. Was ist mit dir geschehen? Die Kopfschmerzen und Schwindelgefühle machen mich fertig. Ich habe es in meiner Jugend wohl etwas übertrieben. Tja, dafür zahle ich jetzt den Preis. Kopfschmerzen und Schwindel. Sonst noch was? Manchmal höre ich Stimmen. Stimmen, die mich rufen. Sie verlangen, dass ich zu ihnen kommen soll. Ach, vergesst es. Ist ja wohl keine Marco-Vergiftung, ne? Als ich jung war, habe ich in der Garde gedient. Doch dann sind meine Eltern gestorben und ich habe Shinra verlassen, damit ich ihr Geschäft weiterführen kann. Okay, warum bist du jetzt Shinra feindlich gesinnt? Das ist eine lange Geschichte. Kurz gesagt hat Shinra nicht nur meine Familie, sondern auch meine Heimat geraubt. Grund genug, sie zu hassen, oder nicht? Das ist auf jeden Fall ein guter Grund, ja. Du kommst doch aus Kalm, oder? Diese Stadt wurde einst von Shinra zerstört. Sicher, sie wurde wieder aufgebaut. Aber meine Heimat kann ich sie nicht mehr nennen. Ich bin nur deshalb noch hier, damit ich den Grund für meinen Hass nicht vergesse. Nicht die gesündeste Lebenseinstellung. Natürlich machen wir den Auftrag. Das steht ja außer Frage. Die Einzelheiten wird euch Mildred erklären. Sie wohnt in der alten Siedlung am Meer. Schaut einfach nach Windmühlen. Haben wir dich das schon? Wissen lassen, dass ihr Problem bald gelöst sein wird. Ich schulde euch was. Ich dachte, das hätte ich vorhin gecraftet, rein zufällig. Diese Windmühlenteile. Aber na gut. Dann habe ich mich, was das angeht, wohl getäuscht. So, haben wir hier noch was in Kalm? Wir können einmal zu Chadley. Das markieren wir uns auf jeden Fall mal. Hier aktuellen Standort markieren. Und dann sieht es aber so aus, als hätten wir erst einmal alles erledigt.